Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen wieder bei uns beim Raketentag der Weltforscherferien hier aus der Archenholz-Sternwarte. Ich hoffe, ihr habt Zeit und Muße gehabt, die Videos euch anzugucken. Vielleicht hat einer oder die andere von euch auch Anregungen jetzt erhalten, wie man eine schöne Rakete baut. Und wenn euch das gefallen hat, werdet ihr sicherlich im nächsten Jahr wieder zu uns kommen, wenn wir das live und in Farbe machen. Ja. Und vielleicht haben einige von euch sich auch mal mit den Quizfragen beschäftigt. Da ist nämlich eine ganze Menge Interessantes über Raketen zu lesen und zu beantworten gewesen. So zum Beispiel die Frage, womit fliegt eine Feststoffrakete? Da gibst du die Antwort Sägemehl, Leim, Unkrautvernichter. Nö, ist natürlich nicht. Salpeter, Holzkohle, Schwefel. Ja, das geht. Das ist nämlich das bekannte Schwarzpulver, das man in Silvesterraketen reinstopft. Dann Ammonium, Perchlorat, Aluminium-Gemisch hört sich gefährlich an, ist es auch, denn das ist der Treibstoff, mit dem die richtig großen Feststoffraketen gefüllt werden, die als Booster benutzt werden, wenn man Satelliten ins Weltall schießt. Trinitoluol nehmen wir lieber nicht, das ist nämlich Dynamit und das ist ein Sprengstoff, genauso Nitroglycerin, Kieselgurnatriumcarbonat, auch das nehmen wir lieber nicht, das explodiert und ist kein Raketentreibstoff. Dann die Frage, womit fliegt eine Flüssigkeitsrakete? Da hatten wir ja schon ein paar Bilder gesehen und Filme. Nicht Flüssigkeitsrakete, könnte man fast sagen, ist eine Wasserrakete. Nein, richtig ist eine Rakete, die mit Wasserstoff fliegt, also Luft-Wasser-Gemisch fällt aus, damit kommen wir nicht ins Weltall. Dann Cola-Mentos-Gemisch, ja, kennen einige von euch, kann man enormen Erfolg mit erzielen, vor allen Dingen in Mutters Küche. Macht das nicht, damit fliegt auch keine Rakete, aber ein Wasserstoff- und Sauerstoff-Gemisch geht sehr gut, wenn wir ins Weltall wollen. Und ein Sauerstoff-Kerosin-Gemisch geht auch sehr gut. Und sogar noch ein Hydrazin-Distickstoff-Tetroxid-Salpetersäure-Gemisch. Schwierige Formel, aber ein hochexplosiver und sehr effektiver Raketentreibstoff. Den kann man auch gut nehmen und damit fliegen Flüssigkeitsraketen. Nächste Frage. Was ist die Stützmasse? Tja, ist das die Startrampe, also das, worauf die Rakete steht? Oder ist es das Leitwerk, auf der die Rakete jetzt steht und das die Rakete während des Fluges stabilisiert? Oder ist es das, was hinten rauskommt? Ganz klar, die Stützmasse ist das, was hinten aus der Rakete rauskommt und was die Rakete nach vorne treibt. Was war denn das erste Lebewesen im All, was eine Rakete hochgetragen hat? Da haben wir auch drei Antworten mögliche und die erste wäre die Hündin Laika oder Schrödingers Katze oder der Hamster Fridolin. Es ist die Hündin Laika gewesen, die man als erstes Lebewesen ins All geschickt hat. Die arme Hündin hat es leider nicht überlebt, man hat das sogar grausamerweise eingeplant. Schrödingers Katze ist ein quantenphysikalisches Gedankenexperiment. Das ist nie im Weltall gewesen und den Hamster Fridolin haben wir natürlich auch nicht ins Weltall geschickt. Nächste Frage. Wer war denn der erste Mensch im All? Da gibt es so mehrere berühmte Namen. Werner von Braun, Sigmund Jähn oder Juri Gagarin. Werner von Braun war zwar ein sehr berühmter und auch kontrovers diskutierter Raketeningenieur, der maßgeblich für das Mondflugprogramm verantwortlich war, der ist aber nie im All gewesen, der hat das nur alles ermöglicht. Sigmund Jähn war der erste Deutsche, der im All gewesen ist, aber der erste Mensch, der überhaupt im All war, das war der russische Flugoffizier Juri Gagarin. Nächste Frage. Wo fängt das Weltall an? In 13 Kilometern Höhe oder in 80 Kilometer Höhe oder in 875 Kilometer Höhe? Naja, nehmen wir die mittlere Antwort, 80 Kilometer Höhe, da fängt das Weltall an. Wenn also ein Fahrzeug diese Grenze überschreitet, sagt man, dass es offiziell im Weltall gewesen ist. Und wenn man im Weltall ist, dann will man da auch gerne bleiben. Man möchte nicht gerne runterfallen. Dazu muss man eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen. Und so ist also die Frage, wie schnell ist die internationale Raumstation ISS, damit sie nicht runterfällt? Fliegt sie mit 1200 Kilometer pro Stunde um die Erde
oder mit 4.800 Stundenkilometer oder sind sogar 28.500 Stundenkilometer? Die letzte Antwort ist richtig. Die ISS läuft 28.500 Stundenkilometer schnell. Damit umkreist sie die Erde in fast 90 Minuten. Und das heißt auch, wenn man sie einmal am Himmel gesehen hat abends, kann man sicher sein, dass sie nach anderthalb Stunden wieder an ähnlicher Stelle am Himmel erscheint. Jo, wie weit ist denn ein Raumschiff bisher ins All gekommen? Ist es zum Mond gekommen? Ist es zum Mond, zum Saturn gekommen? Ist es zum Pluto gekommen? Oder ist es sogar hat es sogar den interstellaren Raum erreicht? Zum Mond ist ein Raumschiff gekommen, klar, wissen wir alle, zum Saturn auch, zum Pluto auch, aber die Raumsonden, die bis jetzt am weitesten weg sind, haben eine jahrzehntelange Reise hinter sich. Die sind bereits wirklich im interstellaren Raum, haben unser Sonnensystem verlassen, haben sogar die Schockfront der Sonne verlassen. Die sind also seit hinten unterwegs und sind jetzt wirklich irgendwo zwischen den Sternen, natürlich noch relativ nah an der Sonne dran. Wir haben sogar noch sporadisch Funkkontakt mit diesen Sonden, aber die müssten schon ein paar zigtausend Jahre reisen, um wirklich den nächsten Stern zu erreichen, mindestens 20.000 Jahre. Braucht man denn jetzt viel Treibstoff, die Erde zu verlassen? Antwort ist ja. Und die Fragen, die Antworten, die wir haben, sind, wie viel Treibstoff pro Sekunde braucht so eine Rakete? 10 Liter? Das wäre also einmal so ein Wassereimer pro Sekunde ausgießen, sind es 150 Liter? Sind es 1040 Liter oder sind es sogar 2360 Liter? Die letzte Antwort ist richtig. So eine richtig gute, ausgewachsene Mondrakete, die Astronauten und Ausrüstung zum Mond befördern soll, die verbraucht 2360 Liter Treibstoff pro Sekunde. Also das sind etwa 18 Badewannen, die man pro Sekunde ausschütten muss, um zum Mond zu kommen. Aber das schafft so eine Rakete natürlich nicht lange, denn die Tanks sind dann nach wenigen Minuten schon leer und dann muss die nächste Stufe gezündet werden. Also es ist eine ganze Menge Treibstoff, die insgesamt verpulvert wird. Und wie viel Treibstoff verpulvern wir hier mit unseren Wasserraketen? Das ist nicht viel, das ist ein Drittel Liter. Und wie weit können wir damit fliegen? Also was ist der bisherige Flugrekord für eine Wasserrakete auf der Archenholz-Sternwarte? Wir haben es gemessen. Die Antworten können sein 10 Meter, 50 Meter, 90 Meter, 130 Meter. Wir sind mit einer Wasserrakete bisher 90 Meter weit geflogen. Das ist der absolute Rekord. Und wenn ihr den knacken wollt, dann müsst ihr nächstes Jahr wiederkommen und euch selber eure Rakete hier bauen. Womit bewegt sich jetzt eine Rakete bei Flügen durch das Sonnensystem? Auf den Science-Fiction-Filmen wird ja immer gezeigt, dass das Triebwerk an ist, da kommen immerhin Flammen raus. Aber die Antwort ist erstaunlich. Wir können haben, bewegt sie sich durch Steuermanöver, bewegt sie sich durch eigenen Antrieb, durch die Anziehungskräfte der Planeten oder durch Sonnensegel? Zwei Antworten sind richtig. Erstens, die Rakete bewegt sich durch Steuermanöver. Das braucht sie, um ihre Richtung ein bisschen zu ändern. Deswegen haben Raketen an den Seiten, oben, vorne, hinten, oben, immer so kleine Steuerdüsen, mit denen sie also ihre Richtung etwas ändern können. Aber die meiste Zeit fliegen sie ganz ohne Antrieb und werden durch die Anziehungskräfte der Planeten von einem zum nächsten gesteuert, geradezu katapultiert. Und das nutzen die Wissenschaftler auch aus, indem sie also eine Rakete nur ins Weltall schicken und von dort an sagen, jetzt findet er einen Weg zum Planeten Jupiter. Der Jupiter zieht die Rakete an, schleudert sie um sich herum, wieder raus ins Weltall, bis sie den nächsten Planeten trifft. Und so geht es also katapultartig immer schneller und immer schneller weiter raus, bis unser Raumschiff die Geschwindigkeit besitzt, die es braucht, um ferne Ziele zu erreichen, den Pluto beispielsweise oder gar den interstellaren Raum. Jetzt zu einer nächsten Frage. Was hat denn die erste Rakete, die das All erreichte, überhaupt für eine Last getragen? War das, jetzt haben wir hier verschiedene Antworten, ein Satellit? War es eine Bombe? War es Post?
Oder waren es Insekten in einer Kapsel? Die Antwort ist relativ traurig, denn die erste Rakete, die das Weltall erreichte, war eine Kriegswaffe. Die hieß A1, Aggregat 1, heute volkstümlich auch V2 genannt. Und die trug eine Bombe, die in Feindesland, damals also England, explodieren sollte. Sehr, sehr finsteres Kapitel der Raketen- und Weltraumfluggeschichte. Und jetzt mal zu den sinnvollen Raketen. Wie hieß denn der erste Mensch, der den Mond betreten hat? Da sind drei Namen genannt und alle haben sie den gleichen Nachnamen. War es Louis Armstrong? War es Neil Armstrong? Oder war es Lance Armstrong? Na, es war Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. Louis Armstrong war ein ganz bekannter Jazzmusiker und Lance Armstrong war ein ganz bekannter Radfahrer, der vor allen Dingen berühmt wurde, weil er alle seine Siege durch Doping errungen hat, weshalb sie ihm alle hinterher aberkannt worden sind. Und wenn wir von Raumfahrern sprechen, was ist denn so die größte Gefahr, die für ein Raumfahrzeug besteht? Ist es Weltraumschrott? Ist es Sonneneinstrahlung? Ist es die Kälte? Sind es schwarze Löcher oder sind es Meteoriten? Da haben wir also fünf Antworten, zwei sind richtig. Erstens Weltraumschrott. Das ist wirklich eine reale Gefahr, denn die Menschheit hat immer mehr Satelliten ins Weltall geschossen. Die tummeln sich da oben förmlich schon. Viele, viele Nachrichten, Telefon- und Fernsehsatelliten. Bisweilen stoßen die auch zusammen, dann gibt es eine Trümmerwolke, die sich verbreitet und natürlich immer mehr neue Trümmer erzeugt. Zum Teil sind die auch bewusst zerschossen worden, was wiederum neue Trümmerwolken macht. Und diese Trümmer, denkt an die ISS, die mit 28.500 km/h durchs Weltall düst, diese Trümmer sind genauso schnell. Die durchschlagen also ein Raumschiff ohne Mühe und sind damit also auch eine große Gefahr inzwischen. Und man macht sich inzwischen viele Gedanken um diese Dinger, um das wegzukriegen, diesen Weltraumschrott. Die zweite Antwort ist Sonneneinstrahlung. Ja, denn diese kann nicht nur empfindliche Satelliten aufheizen, sondern kann auch die Elektronik in diesen Raumschiffen grillen, weswegen die auch gut geschützt werden muss. Kälte im Weltall macht an der Sonde überhaupt nichts aus. Schwarze Löcher sind viel zu weit entfernt. Und Meteoriten sind viel zu selten, als dass sie ein Raumschiff treffen könnten. Nächste Frage. Ja, und was sind nun die größten Gefahren für einen Astronauten im All? Auch hier wieder ein paar Antworten. Mögliche Antworten: Meteoriten oder kosmische Strahlung oder das planetare Magnetfeld oder Kälte im Weltall oder Sonneneinstrahlung. Zwei Antworten sind richtig, nämlich erstens die kosmische Strahlung, die durch die Sonne erzeugt wird, energiereiche Partikelchen, die laufen ohne Widerstand durch uns durch und können uns also schwere gesundheitliche Schäden zufügen. Die werden auf der Erde durch unser Erdmagnetfeld abgeschirmt, aber wenn man im Erdmagnetfeld außerhalb der Erde ist, nämlich im planetaren Magnetfeld, da gibt es den sogenannten Von-Allen-Gürtel und da ist die Strahlung auch sehr intensiv und deswegen dürfen Astronauten sich dort nicht aufhalten, weil sie dort schwere gesundheitliche Schäden erleiden können. Kälte im Weltall ist weniger das Problem, da können sich die Astronauten durch einen entsprechend guten Anzug schützen. Sonneneinstrahlung auch nicht. Denn auch hier können sie sich durch einen guten Anzug schützen. Also wie gesagt, die Antworten kosmische Strahlung und planetares Magnetfeld sind richtig. Ja, und zur nächsten Frage. Wie lange braucht denn jetzt ein Funksignal Erde zum Mond? Antworten wären 0 Sekunden, 1 Sekunde oder 15 Minuten. Funksignale laufen mit Lichtgeschwindigkeit und das heißt also, dass ein Funksignal von der Erde zum Mond eine Sekunde braucht. Zum Mars wären es bereits 15 Minuten. Das heißt also, wir können Fahrzeuge auf dem Mond von der Erde aus noch direkt fernsteuern, weil die Verzögerung nur eine Sekunde ist. Auf dem Mars heißt das, so ein Mars-Rover, den können wir nicht mehr direkt steuern, denn wenn der auf einen Stein zufährt und wir das sehen, und ihnen sagen, halt, stopp, links oder rechts rum vorbei,
braucht das 15 Minuten, bis er das merkt und dann ist er schon längst gegen den Stein gedotzt. Die müssen also Hindernisse selbst erkennen und sich ihren Weg selber suchen. So, jetzt sind wir mit den Fragen bereits durch. Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Vielleicht haben ja einige von euch bereits Fragen geschickt. Ja, da ist eine, und zwar, wie viel wiegt eine Rakete? Das kommt drauf an. Ne? Guck mal, die kann ich ohne weiteres anheben. Eine Silvesterrakete könnt ihr auch so tragen. Es kommt eben darauf an, wie weit ihr wollt. Und natürlich, je weiter ihr raus wollt, umso mehr Treibstoff müsst ihr haben. Und umso schwerer wird so eine Rakete. Und so eine richtige Mondrakete, die hat das Gewicht von 3000 Tonnen. Das muss bewegt werden mit großer Geschwindigkeit aus dem Anziehungsfeld der Erde raus, um ins Weltall zu stoßen. Und das noch eine zweite Frage ist, bis eine Rakete im Weltall ist. Das geht erstaunlich schnell. Es braucht nämlich 8 Minuten, bis ihr 80 Kilometer hoch seid. Also im Schnitt alle für 10 Kilometer eine Minute. Natürlich geht es sehr behäbig los, aber dann wird die Beschleunigung immer größer und größer. Und wie gesagt, nach 8 Minuten seid ihr schließlich im Weltall. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und ich hoffe, ihr seid neugierig geworden, denn morgen geht es ja weiter mit unseren Weltallforscherferien und morgen geht es nicht um Raumfahrzeuge, sondern um die Fahrzeuge, die auf den Planeten, auf dem Mond herumfahren, um Mond- und Mars-Rover. Schaut mal wieder rein. Ich freue mich und damit sage ich danke fürs Zugucken und tschüss, bis zum nächsten Mal.